Abraham, Abraham, verlass dein Land und deinen Stamm. So singen die Grundschüler im Rallye-Unterricht begeistert. Dass Abraham und seine Frau Sarah es im hohen Alter wagten, neu anzufangen, in ein fremdes Land aufzubrechen, beeindruckt noch heute. Er tat es nicht, weil er so ein toller Mann war. Er tat es nicht, weil seine Frau es so wollte, sondern er tat es, weil Gott es ihm befohlen hatte. Abraham hörte Gottes Wort genau. Geht das auch bei uns heute noch? Gottes Wort hören, von Gott her wissen, was zu tun ist? Der Ideenwettbewerb der Evangelischen Landeskirche nimmt dieses Thema auf. Dort heißt es, Gottes Wort spricht alle an, ich höre nichts. Haben Sie diese Sätze des Wettbewerbs auch gelesen? Kann man Gottes Wort heute noch hören? Manch einer würde antworten, Abraham hat es vielleicht gehört, ich höre nichts. Jedoch, es gibt auch das, Menschen entdecken dieses sprechende Wort in der Bibel. Sie erleben dort, dass Gott redet, mitten in ihr Herz spricht. Der lebendige Gott hat viele Leute durch Bibelworte gestärkt. Er begleitet auf neuen Wegen, selbst im hohen Alter. Zuversicht, Hoffnung und Frieden ist in Gottes Nähe zu finden. Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen.